Feinde aus den eigenen Reihen. Wer kennt sie nicht? Menschen, die einem die Meinung geigen, die einen runterbuttern, sobald du etwas getan hast, sobald du vielleicht etwas gekauft hast, sobald du vielleicht etwas gesagt hast, was dem Standard des anderen nicht entspricht. Du hast etwas nicht in seiner Welt Normales getan. Und deshalb hat er das Recht, so glaubt er, dich runterbuttern zu können. Und das sind Feinde aus den eigenen Reihen. Wenn wir zum Beispiel auf der Straße predigen, dann gibt es Leute, die vorbeigehen, die uns beschimpfen, die uns frontal, mental und so weiter angreifen, die versuchen, uns irgendwie fertig zu machen und so weiter, weil wir quasi ihnen sagen, dass sie Sünder sind und Buße tun müssen, weil sie sonst auf dem Weg in die Verdammnis sind. Wer würde sich da freuen, das zu hören? Da gibt es sehr wenig Menschen, die dann in die Hände klatschen und sagen, endlich seid ihr gekommen und sagt uns, dass wir schlecht sind, damit wir zu Gott kommen, vor dem wir ja die ganze Zeit weglaufen. Deswegen sind wir ja nicht gerade die Menschen, die von allen gemocht werden. Aber es gibt wirklich sehr gute Früchte, die der Herr, wo der Herr die Herzen auftut. Und ich habe auch noch nie erwartet, dass wir damit mit Beifall, also das habe ich bei der ersten Straßenevangelisation nicht erwartet, aber auch nicht bei der letzten, die wir getan haben, dass die Leute mit Beifall uns klatschen und sagen, endlich seid ihr da. Du wirst gehasst von diesen Menschen, aber diese Menschen verstehen nicht, dass sie den hassen, für den wir unterwegs sind, weil wir verkaufen nicht unser Produkt, wir verkaufen nicht unser Produkt oder sonstiges, sondern wir bringen die rettende Botschaft, nämlich dass der Mensch durch die enge Pforte gehen muss, damit er in das enge Himmelreich kommen kann. Ansonsten ist er auf dem ewigen Weg in die Verdammnis. Und und da gibt es halt auch nicht nur Feinde von außerhalb, sondern auch Feinde aus den eigenen Reihen. Wenn der Bruder mal eine schlechte Laune hat oder wenn er in dem Moment vielleicht neidisch ist oder hochmütig oder sonst was demütig. Auch Evangelisten sind Sünder, das ist wissenschaftlich bewiesen. Es ist so, dass Menschen, die auf der Straße unterwegs sind, auch mal miteinander Reibereien haben. Arno mit mir, ich mit dem Arno, der Nathan mal mit uns und wir mit dem Nathan. Und das ist auch gut so. Warum? Weil das schleift. Eisen schärft Eisen. Wir haben, wenn wir zu Christus gehören, ne, dann dürfen wir nicht denken, dass es leicht wird. Es wird nicht leicht werden. Das sind Brüder auf der Straße, die sind auf einmal Werkzeuge des Teufels, weil der Teufel mit aller Macht dafür sorgen möchte, dass dein Auto auf dem Weg dorthin kaputt geht. In Österreich ist unser Auto kaputt gegangen. Auf dem Weg nach Hamburg ist es kaputt gegangen. Der Teufel versucht, die Leute, bei denen du zu übernachtest, dass der Teufel diese Menschen benutzt, um dir zu sagen, pass auf, setz dich nochmal hin und iss nochmal was. Und du, ach, was habe ich hier? Iss mal was und tu und mach und ihr müsst und ich werde nicht mitkommen. Ich bin beleidigt, weil der hat mich jemand auf der Straße angebrüllt und so weiter. Das sind alles Werkzeuge des Teufels. Und das, was wir nicht machen dürfen, ist, wir dürfen den Leuten nicht böse sein. Wieso nicht? Weil in Lukas 6, Vers 28 steht, möchte ich einmal lesen, da steht Folgendes. Segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Das ist doch ganz klar. Das heißt, der Mensch, der mich auf der Straße anbrüllt, für den sollte ich beten. Oftmals rege ich mich über ihn auf und bin nicht bereit, für diese Menschen zu beten, weil ich denke, dass er so ein Problem ist, was mir gerade auf dem Weg ist. Aber nein, Gott hat genau diese Menschen zugelassen, dass er dir entgegenkommt und dass er dich anbrüllt, damit du ihm
das Evangelium weitersagen kannst vielleicht. Oder dass dieser Mensch die Aufmerksamkeit der anderen Menschen auf Gott lenkt. Wir dürfen nicht beurteilen, was gut und was böse ist, wenn wir nicht wissen, was Gott gerade gebrauchen möchte für seine Zwecke. Aber was wir nicht machen sollten, ist, den Menschen, die sich darüber aufregen, dass du mal einen Kaffeebecher irgendwo hingestellt hast, wo ein Büchertisch war oder so weiter. Das war für mich zum Beispiel eine sehr große Lehre. Da hatte ich mit unserem Bruder Nathan ein ganz großes Problem. Ich war 2 Wochen lang schwerst beleidigt auf ihn, weil er mich angebrüllt hat, von wegen, ja, Andi, das ist ein Büchertisch, kein Ablagetisch und so weiter. Und dann dachte ich mir so, was ist das denn? Ne? Und da war ich total beleidigt. Ich dachte, wo ist denn da die Bruderliebe und so weiter? Und ich weiß, dass der Nathan mich liebt, weil wir lieben uns beide. Ich liebe ihn, er liebt mich. Das weiß ich, das anhand der Taten, anhand dessen, was wir übereinander sprechen. Aber es gibt auch Tage, wo wir uns streiten. Ganz einfach, so wie in der Ehe. Wir sollten dir nicht böse sein. Sie sind in dieser Situation sind sie darauf bedacht, für dich, so wie sie glauben, das Beste zu wollen. Sie wollen für dich in diesem Moment das Beste. Es gab eine Frau in Österreich, die hat uns die ganze Zeit versucht, irgendwie abzuziehen von irgendwelchen schönen Gesprächen. Dann ging es immer wieder nur um sie. Sie hat Schmerzen in der Brust und will nach Hause und so weiter. Und das sind alles Dinge, wo der Teufel seine Macht versucht, an der Christenheit anzuwenden. Aber diesen Menschen, diese Menschen brauchen Gebet, weil sie auf ihr Herz hören und nicht auf das, was Gott ihnen in dem Moment sagt. Und das können auch Christen und biblische Brüder und Geschwister sein. Sie denken in dem Moment nicht daran, dass du einen Auftrag des Herrn zu befolgen hast. Und sie wollen dir vielleicht, sie sehen, wow, du hast zu schleppen, die wollen dir das abnehmen. Aber Gott hat dir gesagt, nein, du machst das jetzt. Du schleppst das. Mein Joch ist sanft und leicht. Du wirst diese Last jetzt dahin schleppen. Du wirst jetzt da predigen und du wirst jetzt das und das machen. Und dann sagen, nein, warte, ich helfe dir. Weil sie das nicht mit ansehen können, dass jemand anderer etwas tut. Oder neidisch sind oder sonst, oder dir helfen wollen. Es kann was Gutes sein, menschlich gesehen Gutes, aber in dem Moment wissen sie nicht, was dein Auftrag ist. Und die meinen, dir helfen zu müssen, es abzulegen oder abzunehmen. Das können wir woraus erkennen, also ich laber hier nicht irgendwas daher, sondern wir kennen das, zum Beispiel von Hiobs Frau. Und ich möchte da einen neuen Aspekt hineinwerfen, der mir aufgefallen ist, und wenn ich mich da irre, dann darf ich da gerne berichtigt werden. Hiob erlebt so ziemlich das Heftigste, was man als Mensch auf dieser Erde erleben kann. Er verliert alles. 10 Kinder, das Haus, wo die Kinder drin sind, die Immobilie, einfach bricht zusammen. Er verliert die Tiere, er wird krank, wer hat noch alles verloren? Seine Frau. Seine Frau hat auch alles verloren. Sie hat auch 10 Kinder verloren. Und wisst ihr was? Die Frau, die hat sogar eine Sache mehr verloren als Hiob. Sie hat einen gesunden Ehemann verloren. Ist mir heute so aufgefallen. Sie hat einen gesunden Ehemann verloren. Und diese Frau wollte in diesem Moment, war sie zum Werkzeug des Teufels geworden. Sie kam zu Hiob und sagte, sag dich von Gott ab und stirb. Ich kann das Leid hier wahrscheinlich nicht mehr mit ansehen, könnte ich mir vorstellen, dass sie es so sagen würde. Ich kann es nicht mehr mit ansehen. Sag dich von Gott ab und stirb. Sie wollte ihm das Beste. Und somit auch für sich. Aber sie wollte nicht für Gott das Beste. Sie hat Gott nicht gefragt, sondern sie hat einfach für sich und für Hiob das Beste gewollt. Wenn Hiob stirbt, hat sie nicht mehr dieses Leid mit anzusehen. Somit ist das, was sie getan hat, Sünde. Und wenn du für Jesus Christus brennst, wenn du sein Wort lebst, nicht nur mit Gebeten, nicht nur mit irgendwelchen Taten, sondern wirklich in deinem Herzen für Gott brennst, dann steht so manch einer
schon mit dem Löschschaum bereit. Der will da auf diese Flamme, die da am Fackeln ist, will er auf jeden Fall Löschschaum draufkippen. Warum? Es gibt so Leute, die dann zum Beispiel sagen, boah, der Andi, der Arno, die Straßentypen, die sind so radikal. Du bist so radikal geworden. Hat einer, ich habe das so mitbekommen von meinem Bruder, zu ihm sagt jemand, der Andi, der ist radikal geworden. Und ich sage, ja bin ich. Ich möchte radikal Jesus nachfolgen. Das ist mein innigster Wunsch. Ich möchte radikal Jesus nachfolgen. Oder sie sagen, du bist ein Fanatiker. Also, ganz ehrlich, wenn ich mir zum Beispiel so einen Schalke-Spieler angucke, der so blau-weiß komplett durchgezogen ist, der wird sich wahrscheinlich auch weiß tätowieren und blau und so weiter. Also, ist das ein Fanatiker? Ja, warum? Weil er von dem, was ihn antreibt, den ganzen Tag nur redet, denkt und so weiter. Deswegen, ja, ich bin ein Fanatiker. Ich will von Jesus reden den ganzen Tag. Ich habe heute nach dem Gottesdienst mit dem Gemeindeleiter gesprochen und ich sagte ihm, ich sag, Willi, wenn du willst, also wenn du mich da vorne hinstellen würdest und sagen würdest, Andi, erzähl mal von Jesus, ich würde bis abends erzählen können, was ich mit Gott erlebe, weil ich möchte mit Gott Dinge erleben und deswegen will ich mein Leben ihm da geben. Und jetzt sagen vielleicht Menschen, so wie das auch die Menschen gesagt haben, weil ich ein Radikaler bin oder ein Fanatiker, sei mal nicht so hochmütig. Tu mal nicht so christlich. Ich war auch so am Anfang, das legt sich schon wieder. Oder wir beten für dich. Du sagst danke, dass du wieder normal wirst. Normal. Normal so, dass wir Ruhe haben. Wir wollen Ruhe haben und das sind die Kämpfe und Opfer der Nachfolge. Und da stellt sich immer eine Frage, was wollen wir? Weil Jesus Christus, der dich geschaffen hat, der dein Herz dir neu reingelegt hat, ein neues Herz, und er kennt dein Herz. Das heißt, wenn du vor Gott wandelst, wenn dein Wille danach trachtet, Jesus nachzufolgen, das ist nicht jeden Tag so. Ja, dann wären wir ja, dann bräuchten wir kein Licht, dann würden wir von alleine leuchten, wenn wir heilig wären, wenn wir ohne Sünde, wenn wir nur die ganze Zeit nach Gott trachten. Aber wenn unsere Grundmotivation ist, Gott zu dienen, dann weißt du auch, dass Jesus dein Herz kennt und er kennt dein Herz. Und wenn du ihn liebst, dann können wir uns getrost diesen Vers diesen Text vorlesen aus Matthäus Kapitel 10. Ab Vers 34. Und da geht es um Kämpfe und Opfer der Nachfolge. Und da spricht Jesus. Hört genau zu. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Hä? Jesus will kämpfen? Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Hier ist ein sehr krasser und heftiger Text, der uns davon überzeugt, dass Jesus Christus nicht ein Larifari-Typ ist. Jesus Christus ist nicht einer, der Hauptsache, es geht dir gut. Es muss dir und deiner Frau und deinem Mann
oder deinen Kindern gut geht und deiner Schwiegermutter und deinem Schwiegervater und deinen Eltern. Das wollte Jesus nicht. Nein, das hat er nicht gewollt. Was Jesus möchte, ist, dass wir für ihn leben, weil er für uns gestorben und auferstanden ist. Das möchte Jesus. Und wir erleben, wenn du auf Jesus baust, ja, wenn du weißt, dass du diese Dinge für ihn tust, dann wird die Menschen werden was anderes sehen. Aber er kennt dein Herz. Er wird es sehen. Und genau das ist für Jesus leben. Du solltest vor den Augen, und ich sollte vor den Augen Gottes leben. Nicht vor den Augen der Menschen. Nicht mehr für die Menschen leben, sondern für Gott. Und wäre, also wenn ich jetzt in Galater 1, Vers 10 diese Stelle aufschlage. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ja, also wir wollen für Jesus leben und nicht für die Menschen. Und wenn wir weiterhin Zeugnis über den Herrn Jesus geben, wenn wir trotzdem, auch wenn die Leute kommen und sagen, ey, sei mal nicht so, du gehst jedes Mal nach vorne und erzählst, wie groß Gott wäre und was er alles tut und was er alles macht. Da steht ganz klar in der Bibel, rufe mich an in der Not, so werde ich dich retten und du sollst mich preisen, mich ehren, in einer anderen Übersetzung. Wir sollen Gott ehren, nicht uns. Aber wenn die Leute glauben, dass du dich ehrst, dann richten sie. Und wenn du es tust, dann hast du deinen neuen Empfang. Und deswegen lasst uns weiterhin Zeugnis geben über den Herrn und was er in unserem Leben tut, wo er uns als Werkzeuge, als Instrumente für seine Verherrlichung gebraucht, weil das ist das, was wir tun sollten, wenn wir Dinge mit Gott erleben. Lasst uns auf Gebetsstunden, auf Bibelstunden, wenn es heißt, willst du ein Zeugnis erzählen, lasst uns Zeugnis geben davon, wie groß Gott ist. Und wenn du kein Zeugnis geben kannst in deinem Leben, weil du dich schämst, dann überprüf dich, ob du das Gott zur Ehre getan hast oder dir zur Ehre. Und wenn du Angst hast vor den Menschen, dann hast du mehr Angst vor den Menschen als vor Gott. Und das ist auch Sünde. Das ist ein Fallstrick. Wer auf den Herrn vertraut, der ist sicher und geborgen. Und das steht in Sprüche 25, 29. Oder 29, 25. Moment, ich gucke nach. Nicht, dass wir das hier vorausschauen. Sprüche 25. Nee, ist 29 Vers 25. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Und wenn sich jemand rühmen möchte, dann darf er das tun. Aber des Herrn rühmen. Ja, in 2. Korinther 10 Vers 17 lesen wir. In 2. Korinther. 2. Korinther 5, Vers 17. Nee, sorry, 2. Korinther 10, 17. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern den der Herr empfiehlt. Also lasst uns dem Herrn zur Ehre ihn rühmen und sich freuen darüber, dass man Kind ist von diesem allmächtigen Gott und davon erzählen, wie wunderbar das Leben doch mit dem Herrn Jesus ist. Und dabei wünsche ich dir Gottes Segen. Erzähl allen Welten, erzähl der ganzen Welt davon, was Jesus in deinem Leben tut und getan hat. Und dabei möchte ich dir sagen, dass du
dass du da auf den Herrn vertrauen sollst. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, meide das Böse. Das wird deinem Leib Heilung bringen. Und fürchte den Herrn, meide das Böse. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag und einen schönen Gottesdienst im Alltag in der nächsten Woche, wo du davon Zeugnis geben kannst, wie Jesus in deinem Leben gewirkt hat. Amen.